Aber das mache ich jetzt noch nicht. Jetzt will ich einfach nur mal ein paar Cobblestones haben. Und vielleicht verzieren wir das ja auch noch, das Ganze. Dass man das von außen nicht sieht. Ich mache es jetzt erstmal mit Holz. Nee, mit... Ich mache es erstmal mit Cobblestones wieder zu. Dass man das nicht so sieht unbedingt. Und dann kann man einfach mal reingehen, ein paar Cobbles abbauen. Hier kommt dann noch eine Tür hin, das mache ich jetzt noch nicht. Da bringe ich lieber meine Fackel an. So, das wird natürlich später alles noch Cleanstone hier, das wissen wir schon. Es geht aber jetzt erstmal nicht anders. Hier könnte man dann auch irgendeine Fabrik hin machen oder irgendwie, ich weiß noch nicht. Das werden wir dann sehen. Und der Kies erschlägt uns schon wieder. Wir müssen uns in dieser Staffel eigentlich einmal mal so 9 Stacks einfach mal Cleanstones brennen, damit wir nicht immer so ewig nach Cleanstones suchen müssen. Dann noch jedes Mal neu brennen und so, das will ich dann nicht. Und hier schon wieder eine Höhle, die ich gleich mal erkunde, so zwischendurch. Kann man ja doch mal machen, weil es ja eigentlich doch eine recht kleine Höhle ist, zumindest bis jetzt. Ja, und ich denke auch, bis jetzt wird bleiben. Zum Glück haben wir noch genug Fackeln und ich denke aber, es wird dann kommen, naja. Es hier ist erstmal Schluss. Viele Erze sind hier nicht, nur da vorne ist noch Kohle, die nehme ich gleich mal mit. Und hier ist Eisen. Na, ich habe doch abgebaut. Ich habe abgebaut, hallo? Ach, ich mache meine Eisenspitzhacke hier kaputt. Das verstehe ich auch nicht. Das sind alles noch so Bugs, dass die Blöcke nicht abgebaut werden können. Früher war das immer richtig, da konnte man immer die Blöcke abbauen. Und jetzt ist das immer so ein Drama manchmal. Auch mit der Schaufel, da macht man seine Schaufel fünfmal, baut man da einen Grasblock ab, damit man einmal kriegt. Und zum Glück ist es keine allzu große Höhle. So, die Kohle nehme ich mit, wir brauchen ja noch viel. Sieht man jetzt auch, weil wir jetzt das Essen brennen wollen, alles. Also braten. Oder grillen, oder wie auch immer. Naja, machen wir mal mit der Steinspitzhacke hier, während die Musik läuft. Ich habe natürlich auch schon tausendmal erwähnt, dass man eine Playlist machen könnte, aber mir fällt einfach nicht ein, was ich da nehmen könnte. Und, naja. Dann lass lieber die Ingame-Musik. Ach komm, die Kohle lass ich jetzt mal hier, weil die können wir später auch noch abbauen. Wir wissen jetzt, wo das ist. Ist ja nicht aus der Welt, ist ja nur 3 Meter vom Haus weg. Oder sagen wir mal 30. So, wir kommen jetzt da hoch. Haben wir eigentlich in dieser Staffel eine Holzspitzhacke gehabt? Ich glaube, hatten wir gar nicht. Wir haben gleich diese Eisenspitzhacke hier gehabt. Deswegen werde ich die mir wahrscheinlich auch aufheben. Weil meine ersten Spitzhacken, die hebe ich mir ja immer auf. Oder meine erste. Weil dank dieser haben wir uns alles jetzt erarbeitet. So, wir werden natürlich noch ein bisschen was brauchen. Ich will nämlich im Nether mal ein bisschen was bauen jetzt. Nicht immer nur wie in der letzten Staffel. Was haben wir da gemacht? Eigentlich nicht. Nur so ein Bunker und unser Todesort. Unser 50-maliger. Mehr war der Nether da nicht. Und sowas habe ich eigentlich jetzt nicht mehr vor. Ich
will nicht mal tausendmal sterben. Wir sind eigentlich jetzt noch zum Glück noch nicht einmal gestorben. Und ich hoffe, das bleibt doch so. Und hoffentlich werden wir auch nicht durch den Kies erschlagen. Eine häufige Todesursache. So, 64 und 17 wird noch nicht reichen. Ist zwar schon ein bisschen was, aber noch nicht genug. Weil wir sind ja unersättlich, wir kriegen nie genug. Zumindest in dieser Staffel. Das unterscheidet die Staffeln dann. In der letzten Staffel haben wir ja nur ein Hotel gebaut und mehr nicht eigentlich. Und ein Wollschloss. Und das ist ja bekanntlich eigentlich nicht viel. Jetzt muss ich mir doch eine Werkbank machen und ich gehe in den Nether oder ich mache mit der Eisenspitzhacke hier das noch ein bisschen weg. Ein bisschen ordentlich hier. Und ich würde sagen, nee, hier muss man lassen. Aber hier könnte man dann Glas hinmachen und hier machen wir mal auch nochmal weg. Da kann man dann hier mal schön rausgucken. Beziehungsweise hier machen wir dann, ja, das war jetzt geplant. Hier machen wir dann Cobblestones hin. Und da machen wir eine Falltür hin. An den Sand ist natürlich auch sehr praktisch. Das werde ich dann alles von außen nochmal gucken, dass wir hier nur von außen höchstens dieses Glas sehen, mehr nicht. Und hier drin machen wir dann so eine kleine Cobblestone-Fabrik oder so. Da kommen mir auch schon die ersten Ideen. Da könnte man vielleicht mit Lava und Wasser irgendwas machen. Da kann man ja Cobblestones herstellen. Aber dazu muss ich mich auch nochmal informieren. Weil so eine Cobblestone-Fabrik baut sich ja nicht so, naja, nicht so gut. Es dauert dann schon eine Weile. So. Gut. So, hier wieder beim Soul Sand, das können wir ja. Und jetzt mache ich doch mal ein bisschen was. Und zwar machen wir jetzt mal Spitzhacke, ne. Was hatte ich denn vor jetzt? Eine Schaufel, ja. Ich bin ja auch sehr vergesslich immer. Machen wir mal zwei. Für den Seelensand. Weil den brauche ich ja eigentlich nicht. Wie schon mal gesagt. Das Portal ist an einer ganz ungünstigen Stelle, das wollte ich schon mal sagen. So, hier noch. So, dann die noch. So, ich hätte gerne hier so einen Raum, wo das Portal denn drin steht. Na, wieso geht das? Achso. Wenn man da immer in diese, wenn man auf See sind, geht man immer in diese Schleichposition. Das sieht man jetzt auch bei Eisposition, bei Y. Stehen wir nämlich jetzt auf 62,495 und so auf 620. Dann eben immer der Unterschied. Und hier haben wir jetzt zwei. Und da unten ist ja dann auch gleich diese, ach ja, da ist ja der Abstieg. Ach Mist. Da ist ja dann gleich die ganze Lava und alles. Wo ich natürlich nicht reinfallen will. Dich nehme ich noch mit. So, aber jetzt hier. Gut, da geht es dann in unseren Gang. Den werde ich dann natürlich mit dem Portal alles weitläufig verbinden. So.
der ist jetzt verbrannt. Hm, dafür kann ich, glaube ich, nichts. Hoffe ich zumindest. Sehr vorsichtig muss man ja sein. Ich gehe jetzt halt einfach durch, komme für die jetzt kriegen oder nicht, ist dann auch egal. Die zwei habe ich jetzt mal aufgehoben. Ich hoffe, es macht keiner nach. Das ist nämlich sehr gefährlich. Hm, das Feuer sieht man jetzt eigentlich. Zum Glück sieht man die Flüssigkeiten, Lava und Wasser. Die hat man bei manchen anderen Texture-Packs dann auch immer nicht gesehen. So. Komm, sieht eh keiner, dass das Soul Sand runter ist. Und hier würde ich sagen, machen wir dann so Glasdinger hin. Also nicht hier, sondern... Ach nee, hier, den mache ich mal wieder weg. Dann machen wir dann lieber mal so einen hier hin. So. Dann würde es sich nämlich gut machen, wenn wir hier nur so einen Eingang machen und der Rest bleibt dann. Hm. Hier könnten wir eigentlich theoretisch auch nochmal irgendwas hinmachen. Weil es sieht nicht so doll aus, wenn man da jetzt so da hinguckt. Hm. Naja. Den nehme ich auch nochmal mit. Hier kommt dann eben die Wand hin. Hm. Gut, dann machen wir hier einen solchen hin und hier dann alles Glas. Wahrscheinlich zwei hoch, damit wir wirklich nicht hochkommen. Sonst kann man hier drauf springen und dann hoch. Und das soll ja keiner. Soll ja keiner dann irgendwie bemängeln können. Wir können dann natürlich dann immer noch hier hoch und dann hier oben lang gehen, aber das ist mir dann auch eigentlich mal egal. Aber eigentlich wird es ja dann auch noch höher. So, wir machen jetzt hier. So. Haben wir erstmal eine vernünftige Wand. Hier könnte man eigentlich auch noch zwei hinmachen und da auch noch. Haben wir wenigstens unsere Cobblestones jetzt aufgebraucht. So, und ich brauche natürlich mehr. Hm. Muss jetzt erstmal wieder ein paar abbauen. Ich habe mal wieder vergessen, mir eine Steinspitzhacke zu machen. Muss jetzt erst wieder nach Hause schwimmen und Stein holen. Ist ja immer so. Hm. Ich tue auch, wie gesagt, erstmal jetzt die Spitzhacke weg, die Eisen. Und gleich muss ich auch Schluss machen. Ich will jetzt nur noch ganz schnell das Netherbauwerk fertig machen. Ich hole mir jetzt einfach die Steine aus der Kiste. Und die Hunde sitzen natürlich jetzt schon wieder drei Tage hier. Haben mir auch sehr viel Abwechslung. Ich wollte eigentlich mit denen mal irgendwas machen, irgendwas unternehmen. Hm. Haben wir denn... Ach hier. Netherwerk nehme ich mir mal mit. Die kommen in den Nether. Der Ziegel könnte theoretisch sogar hier bleiben. Die 5 Eisen lasse ich mal hier. Die Kohle tue ich mal weg. Na, bist schon wieder groß, Mensch. Das ging ja schnell. Hm. So, die Ziegel dahin. Den Kies, den Seelensand, das tue ich dann alles in den Nether. Ah, den Kies nicht. Den Kies lasse ich hier. Und kommen wir... Eh schon so viele Cobblestones, dann nehme ich mir mal 3 Stacks mit. Ich denke, das kann ich mir erlauben. Und jetzt geht's mal weg. Hm, nichts gewachsen. So, wir haben natürlich auch nicht mal viel Zeit. Da oben muss ich natürlich noch fertig machen. Das sieht jetzt noch nicht so doll aus. Und dazu muss ich dann auch erstmal Glas sammeln. Aber wir haben ja noch Glas. Hätte ich auch gleich mal mitnehmen können. Na gut, das Glas ist dann egal. Wir müssen sowieso noch öfter dahin. Hm. So. Gut. Hätten wir jetzt hier 3 Stück. Da sind 2. Da würde ich sagen, wir machen alles 2 Stück. Machen hier nochmal so ein Ding.
und hier machen wir dann einfach so einen Gang. Wir integrieren das Portal in die Wand. Ah ne, wir wollten ja die nehmen. Die andere wird ja weg tun. Die tue ich jetzt einmal hier hin. Hier machen wir dann einfach auch Cobblestones hin. Mal ausnahmsweise.